Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und wie in einem der vorangegangenen Blogs schon angekündigt, gibt es manchmal richtig doofe Zufälle. Guten Tag, Herr Kameramann. Mike Goschki schwimmt, seitdem ich ihn letztes Jahr in meinen Teich gesetzt habe, etwas komisch. Er schwimmt mit ganzem Körpereinsatz, sieht dabei aber nicht gestresst aus, kommt immer gut zum Futter und auch das kalte Überwintern hat ihm nichts ausgemacht. Er liegt viel an der Flachwasserzone, bewegt sich aber selbstständig auch wieder in die Tiefzone des Teiches. Alle anderen Fischen zeigen dieses Verhalten nicht. Der Koi-Händler, bei dem ich Fisch gekauft habe, kennt so ein Schwimmverhalten nicht. Auch bei dem Gewässer handelt es sich um einen 13.000 Liter Gartenteich mit Koi und Goldfischbesatz, die 8 Koi zwischen 35 und 55 cm groß. Die Pumpenleistung beträgt 8.000 Liter pro Stunde, so habe ich das auch noch nicht gesehen. Und das Filtervolumen 1.000 Liter aufgesalzen habe ich aus Angst vor dem Absterben der Teichpflanzen noch nicht, da ich meinen Fisch gerne helfen will. Auch wenn es das Erlösen von dem möglichen Leid bedeutet, würde ich mich über eine Antwort oder einen Beitrag in Ihrem Blog freuen. Mit besten Grüßen, Dominik. Und jetzt schauen wir uns mal an, was uns Dominik für ein Video geschickt hat. Jetzt sagen wir Darstellung, Vollbild. Ich hab's ja schon. So, Darstellung, Endlosschleife. Und dann sagen wir, okay, let's go. So, wir sehen hier den Goschki rumpaddeln. Und der hat ein ganz typisches Verhalten, aber auch ein ganz typisches Schwimmverhalten. Ja. Wobei er für sein Problem eigentlich nur eine ganz tolle Körperform hat. Also ja. Von Erlösen würde ich da noch schweigen. In Japan würde der noch 10 Jahre im Teich irgendwie rumliegen, solange der hochkommt und frisst oder von unten was frisst. Der hat ein bisschen höheren Energieaufwand, weil er eben nicht schwebt, sondern aktiv schwimmt. So etwas angestrengter als andere Tiere, wie man jetzt im Vergleich auch schön sieht. Aber ansonsten hat er, denke ich, solange er frisst und so sich von der Körperform präsentiert, noch kein ernstes Problem. Genau. Und Sandra hat leider das Video etwas zu klein. Hat zeitgleich ein zweites Video, das sie bei einem Kunden aufgenommen hat. Nee, das habe nicht ich aufgenommen. Das hat der Kunde aufgenommen. Das hat der Kunde freundlicherweise zur Verfügung gestellt. So, da sieht man ein etwas, auch Goschki. Und er kommt auch ständig hoch und schnappt auch ständig Luft. Und das ist, was ich in einem der vorangegangenen Blogs gesagt habe. Bloß weil wir jetzt zwei Goschki hier zeigen, gleicher Größe, gleicher Färbung, darf man nicht glauben, dass es ein Goschki-Problem ist. Ja, die sind wahrscheinlich nicht mal sonderlich nah verwandt miteinander, wenn die aber von unterschiedlichen Züchtern oder unterschiedlichen Regionen kommen. So, um was handelt es sich bei beiden Fällen? Ja, höchstwahrscheinlich ein Schwimmblasenproblem. Also dieses nach Luft schnappen ist ein instinktives Verhalten, um Luft in den Schwimmblasengang zu drücken und sozusagen den Auftrieb wieder zu verbessern. Das ist instinktiv so angelegt in den Fischen, weil sie ja als ganz kleine Brut mal irgendwann ihre Schwimmblase mit Luft füllen müssen. Und das ist aber ganz am Anfang einmal, so am zweiten Tag oder genau, so, gell? Ganz genau. Einmal Luft schnappen und der Rest. Am Tag 2 nach dem Schlupf, glaub, gell? Oder am Tag 1? Ich weiß es nicht genau. Also kriegen wir demnächst wieder einen Nachtragblock? Nein, Spaß. Nein, aber es ist ja letztendlich auch wurscht, an welchem Tag die Luft schnappen. Einmal jedenfalls schnappen sie Luft, drücken sie in ihren Schwimmblase rein und können ab dann eben praktisch mit diesem Luftkissen im Körper ihre Position im Teich verändern und einen gewissen Auftrieb erzeugen, der ihnen dann eben dieses Schweben ermöglicht, das diesen beiden Goschkis eben fehlt. So, und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie das beim Fisch häufig lang vor dem Luftschnappen, dem permanenten, erkennt man, wenn ein Fisch ein inneres Problem hat, wo irgendwie die Schwimmblase in Mitleidenschaft gezogen wird, dann fangen die an und wackeln mit dem Arsch. Ja? Ein normaler Koi, der gleitet übertrieben gesagt so durchs Wasser, ganz ruhig, er kann schweben, er kann in verschiedenen Wasserschichten sich aufhalten. Und die ganzen Schwimmblasenkandidaten sind vorne wie steif, schwimmen nur mit der Schwanzflosse so angestrengt, kommen hoch, fressen auch und danach, wenn die mit den Schwimmbewegungen aufhören, fallen die runter wie ein Stein. Wir werden jetzt sicherlich ungleicher Meinung sein. Alles, was ich mit Schwimmblasen, Punktion und erlebt habe, ist wie mit Tumoren. Ja, man kann das Sterben oder das Problem etwas hinausziehen, aber in aller Regel kommt es doch wieder, oder?
Also sagen wir es mal so, die Heilungschancen sind nicht berühmt, nee. Aber es gibt durchaus Patienten, die mit nach einer Punktion und vor allen Dingen einer ausreichenden Wärmebehandlung sich auch wieder richtig normal benehmen und auch wieder ganz symptomlos sind. Und es ist aber nicht immer so, dass bei einer Punktion da Wasser in der Schwimmblase ist. Genau, Eiter oder sowas. Es kann auch Eiter in der Schwimmblase sein. Es kann auch sein, dass einfach andere Umstände, zum Beispiel genetische Missbildungen in dem Bereich dafür sorgen, dass eben diese Schwimmblasenfunktion nicht richtig ausgeübt wird. Aber die Prognose, vor allen Dingen bei Tieren, die kalt überwintert werden, ist in der Tat ungünstig. Also ich kann Ihnen sagen, für mich ist immer noch, vielleicht schon häufig nicht mehr erwähnt, das stärkste Therapeutikum bei Koi, Wärme, Wärme, Wärme und Salz. 27 Grad und 0,5 bis 0,6 Salz, da können Sie wirklich den Satan aus Koi raustreiben. Man kann es anders nicht sagen, also also wenn ich jetzt die Wahl hätte, aus meiner Erfahrung heraus, hätte so ein Koi, würde ihm versuchen zu helfen, jetzt ein paar hundert Euro in einen Tierarzt zu investieren oder ein Becken aufzubauen und auf 27 Grad und Salz. Die Prognose ist meines Erachtens beim Salz besser und bei der Wärme. Also wenn ich mir bedenke, was ich schon für Provisorien an sozusagen Versuchen mit Innenhälterung gesehen habe, bin ich sicher, dass eine schlechte Innenhälterung schon mehr Tiere getötet hat als ein schlechter Tierarzt. Ich habe es erst gestern beim Freund gesagt, sage ich, ich glaube, eine der größten Fallen für Koi sind Innenhälterungen. Insbesondere was die pH-Geschichte, der langsame Tod, zu wenig Wasserwechsel, zu wenig Kontrolle aufhärten, etc. oder keine Sauerstoffabsicherung. Ja, das Ammoniak, der schnelle Tod. Ammoniak-Sauerstoff ist der schnelle, nee, Ammoniak ist ein bisschen langsamer also der mittlere Tod. Nee, also auch Vorsicht, wenn man sowas machen will, sollte man sich vielleicht mal ein paar von den Blogs nochmal angucken, wie eine vernünftige Innenhälterung gestaltet werden soll und was man da alles zu beachten hat. Denn es ist nicht easy, einfach nur ein Becken und einen Heizer und gib ihm Temperatur, sondern da steckt schon mehr dahinter. Und das sollte man sich vorher unbedingt anschauen. Korrekt. Da kommen wir jetzt. Also, vielen Dank für deine Beiträge. Wir kriegen jetzt Fische. Sandra muss jetzt Boxen schleppen. Trotz allem. Mich beneiden viele in diesem Augenblick. Genau, stimmt. Ich sehe die neue Ernte live. Ist gut. Wie letzte Woche. Machen Sie es gut, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mal.